soll ich Ihnen beibringen, dass ich versagt habe? Sag die Wahrheit. Ganz einfach. Aloy, wir wollten gerade reingehen. Was erzählst du ihnen? Dass wir stark sein müssen. Dass es auch ohne Vorräte gehen muss. Das wird ein hartes Leben. Wenn wir zurückgehen, würden sie Corrie einfach ermorden. Es muss irgendwie anders gehen. Ich wüsste nicht, wie. Dann haben wir jetzt alles. Der Vorrat war leer. Aber wir kriegen das auch so hin. Ihr dürft wegen mir nicht verhungern. Geht ruhig. Nein! Jax, du sagst, Reinklang hat jetzt schon nicht genug, um alle aufzunehmen. Und nur ich lasse meinen Bruder nicht zurück. In Reinklang ist er sicher. Und der Rest von euch kann nach Hause. Das ist die einzige echte Option. Das wird dem Chor nicht gefallen. Aber was, wenn ich für ihn bürge? Wenn ich ihm zu essen gebe? Das könnte klappen. Natürlich nur, wenn Corrie das will. Nein! Ihr nehmt ihn nicht mit! Sukura? Das ist wohl die beste Option. Hier draußen bin ich nur eine Last. Das ist mein Wille. Lasst mich mit ihm gehen. Wenn du unbedingt willst. Aber Bruder, das bedeutet nicht das Ende für uns. Ich besuche dich in Reinklang. Und weder Utaru noch Tenakt können mich aufhalten. Das würde ich Ihnen auch nicht raten. Ich bleib hier und helfe Ihnen packen. Dann nehme ich Corrie mit mir. Du hast Kraft und Weisheit gezeigt. Das sieht man nicht oft. Ich danke dir und sie sicher auch. Das wird nicht lange dauern, dann brechen wir auf. Thank you.
Die Maschine erst überprüfen, wenn ich in der richtigen Fahrstätte war.
Das verstaue ich für später. Sie werden die Suche bald aufgeben. Augen und Ohren auf, Soldat. Ständige Gejammer hier macht mich krank. Ich weiß, dass da jemand ist. Ich will nicht nachsehen müssen. Oh, der Sand brennt auf der Haut.
klingt, als hätte da jemand Ärger. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Die gehören zu den Osaram. Die sehen gar nicht gut aus. Sicher die, welche die Nachtsoldatin erwähnt hat. Ich sollte nach ihnen sehen. So wie immer. Wir werden das schaffen. Versprochen. Und jetzt ruh dich aus. Braucht ihr Hilfe? Ich wünschte, ich könnte das verneinen. Aber ich bezweifle, dass irgendeine Bergungstour jemals so schief gelaufen ist. Bergungstour? Ihr gehört zu Kerufs Leuten? Ja. Wusste gar nicht, dass wir berühmt sind. Ihr wolltet hier also eine Rüstung bauen. Sieht nicht so aus, als liefe alles nach Plan. Das kannst du laut sagen. Ich dachte schon, ich hätte es geschafft, als wir hier Rollrückenbauteile fanden. Dann kam der Sandsturm. Er wehte unsere Ausrüstung weg und trieb uns in ein Lager voller wütender Tenakt. Wir flohen und als der Sturm nachließ, fanden wir uns hier wieder mit viel zu wenig Nahrung. Und offen für Angriffe von Maschinen und Tenakt. Klingt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ich bin Aloy. Runda, du sollst uns nicht kostenlos helfen. Wie wär's, wenn ich dich offiziell anheuere? Ich setze Verträge auf.
Das muss nicht sein. Echte Plünderer können nun mal nicht anders. Ein Nein akzeptiere ich nicht. Du sagtest, ihr seid anfällig für Angriffe. Gibt's hier irgendwas, um eine Absperrung zu bauen? In den Ruinen in der Nähe treibt sich anscheinend ein Brüllrücken herum. Wenn du ihn erledigst, ohne dabei die Frachtbeutel zu beschädigen, können wir Fallen bauen und uns absichern. Ich schreib's in den Vertrag. Klingt nach einem Plan. Du sagtest, ihr habt nichts zu essen. Das meiste ging auf der Flucht vor den Tenakt verloren. Und unter diesen Sandmengen könnte es vermutlich nur ein Dornrücken aufspüren. Keine schlechte Idee. Ich sehe mir das an. Schön zu hören. Eure Ausrüstung ist also weg? Ja, ich weiß nicht genau, wo sie ist. Der Sturm hat uns ganz schön rumgewirbelt. Aber ich habe eine Ahnung. Steht alles im Vertrag. Wenn du die Sachen findest, könnten wir wenigstens ein richtiges Lager aufschlagen. Die Leute könnten sich ausruhen. Ich sehe mir das an, sobald ich kann. Es ist nicht viel, aber wir haben Altmaterial anzubieten. Wir handeln ein andermal. Was kann ich für dich tun? Ich muss jetzt los. Viel Glück für uns beide.